Gut, schon fertig. Blitz, schnell, Spritze, rein, rein. Ja, ich bin heute ein bisschen früher, weil morgen ist Feiertag, in Berlin Feiertag, Frauentag. Und liebe Frauen, gratuliere schon frühzeitig. Morgen ist unser Tag. Schönes Wetter in Berlin. Wahnsinn. Plus 9 jetzt, plus 9, es wird wärmer. So. Ist hier was los? Open Air Konzert. Da sitzt immer dieser Mann und spielt. Genau, ich zeige euch gleich, was er spielt. Das ist sehr außergewöhnlich. So, ich laufe so vorbei. Da kann man sehen. Okay. So ein Ding. Witzig, ne? Ich laufe noch eine Runde. Hier ist nicht was los. Hier sitzen draußen, trinken Kaffee. Man braucht Sonnenbrille, um überhaupt durchzublicken, was hier passiert. Noch keine Baustelle, aber bald. Ich gehe jeden Monat zum Arzt. Ich bekomme Vitamin B12 Spritzer. Das ist wichtiger Spritzer für die Nerven. Viele wissen nicht davon. Ich habe das auch nicht gewusst, dass mir sowas fehlt. Und dann irgendwann, das war vor viele, viele Jahren, war ich im Krankenhaus. Und da haben sie festgestellt, mich komplett gecheckt. Haben gesagt, alles Gute. Keine Brüche, keine nichts. Nur Mangel Vitamin B12. Und seit 16 Jahren spritzen die mir jeden Monat diese Vitamin. Da fehlt bei mir so eine Brücke. Ich kann das nicht in Tabletten annehmen. Muss nur durch die Spritze, über die Spritze. So. Danach fühle ich mich so gut sofort, ja. So eine schöne Spritze für die Nerven sofort. Besser drauf, bessere Laune, entspannt. Manchmal, wenn ich vergesse, das zu machen, 3 Monate mache ich nicht manchmal. Das mache ich nicht mehr, weil mein Ärztin hat gesagt, das geht gar nicht. Das muss man jeden Monat machen. Und wenn ich zum Beispiel 3 Monate nicht gemacht habe, das war nicht schön. Das muss man wirklich. Und da kann man nicht. Und dann entstehen, wenn man das überhaupt nicht macht und nicht weiß davon, dann können hier diese chronischen Krankheiten entstehen. Ja. So, das ist Berlin. So richtiger, viele Autos, viele Menschen. Das ist um 3 Nachmittag jetzt. Und hier wirklich was los. Da sind Fahrräder, hier U-Bahn. Da unten S-Bahn, hier Fahrräder, richtig, richtig Leben hier. Die Leute sitzen da draußen, trinken Kaffee, ein Restaurant, anderer Café hier im Bissen, wenn man dünner essen mag. Jetzt laufe ich wieder nach Hause. Hier Kino, das was ich schon gezeigt habe, hinter mir. Oh Mann, ich laufe hier ein bisschen. Piep, 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 piep. Ich war an meinem Gesicht wenig geschlafen, ja. Jetzt mache ich mir Kaffee und wird gemacht. Wird gearbeitet, viel zu tun, wahnsinnig viel. Ich mache viele, viele Sachen und gerne auch. Manche Sachen natürlich ungern, aber das geht vielen so. Diese Bürokratie-Sachen, ja, Papiere ausfüllen und das und das und das. Furchtbar ist das, aber man macht das alles alleine. Gott sei Dank, Iris hilft mir und Sie und ich, wir machen wahnsinnig viel, wahnsinnig viel. Irgendwann vielleicht wird jemand helfen, aber das ist auch so eine Sache.
Willst du, dass jemand dir hilft, mach selber. Genau. Das ist immer sicherer, selbst zu lernen alles und selbst zu machen. So, hier hinter mir auch noch. Bars sind noch zu, aber die Bars interessieren uns auch nicht. Wir trinken nicht, wir gehen in keine Bars. Das ist hier eine schöne Straße, hier ist immer wahnsinnig viel los. Viele Restaurants geöffnet, jetzt viel zu. Hier Bars, Restaurants, alles jetzt zu, das ist noch so früh. Und so, ich liebe dieses Leben hier. Das ist so schön. In so einer Action, wenn alle arbeiten. Ja, wird ausgepackt. Da wird auch sortiert. So richtige Bewegung. Und die Nacht, Locations, schlafen noch. Und wir hier alles, alle machen auf. Hier ein schönes Restaurant mit schönen Wässchen. Das ist, glaube ich, ein französisches Restaurant. Da ist italienische. Hier, keine Ahnung, was das ist. Also auch italienische. Hier Pizza. Ja, und jetzt kommt wieder die Sonne. Hier Gemüseladen. Kann man jederzeit kaufen, was man braucht. Da gibt es Bäcker. Andere Seite. Da war ich früher viel Kaffee trinken, aber jetzt nicht mehr. Jetzt trinke ich nur zu Hause Kaffee. Wow, so schön das Wetter. So, da ist noch ein Location, das ist auch sehr schön, und ich zeige gleich. So. So alles pink und so eine Glitzer. Und so eine pinke Kissen noch dazu. Da war ich ja auch noch nie, ich weiß nicht, was das ist. Es sind viele, viele, viele Locations. Und da gegenüber, da, wahnsinnig viel. Hier überall. Da vorne auch irgendwas. Auch eigentlich so ein Kaffeehaus. Versteckt. Sehr schön. Endlich kommt Frühling, endlich kommt viel Sonne. So, ich wünsche allen einen schönen Tag. Ich bin gleich da. Ciao.